Ahoi, ihr Landratten! Willkommen zu einem neuen Abenteuer von mir, Guybrush Threepwood, auf der Suche nach dem Piraten LeChuck, der meine Freundin Elaine gefangen hält, die in eine Goldstatue verwandelt ist aufgrund eines bösartigen Voodoo-Fluches. Begleitet ihr mich auf dem Abenteuer? Wir haben viel vor uns. Okay, legen wir los. Eine neue Folge von The Curse of Monkey Island, das wunderbare Adventure aus den 90ern. Und wir müssen immer noch überlegen, wie wir hier hinterkommen. Da in der Bucht, da liegt das Schiff ab, wo wahrscheinlich Elaine drauf ist. Wir müssen uns irgendwie da durchhängen. Hier gibt es doch theoretisch, guck mal, das sieht aus, als wäre hier so ein Weg. Da haben wir das letzte Mal versucht, an den Strand zu kommen. Da kommen wir nicht hin, weil wir kein Mitglied sind. Hier vorne kann man nichts machen. In der Festung gab es nichts. In Puerto Pollo habe ich jetzt alles schon mehrfach abgesucht, auch das Theater. Und im Sumpf war jetzt auch nichts weiter. Deswegen, ich gehe mal nach Puerto Pollo und guck mal, ob wir hier drüben irgendwo noch so einen Durchgang zu diesem Piratenschiff haben. Ja. Hier ist eine Abkürzung. Hier. Moment. Das sind noch Wegweiser. Jefahrenbucht. Das ist doch da, wo das Schiff ist. Aber hier ist kein... Geheimnisvolle Blüten. Was für eine merkwürdige Blüte. Wow, dieser Dschungel ist dicht. Ich werde etwas Scharfes brauchen, wenn ich mir meinen Weg zurechthacken muss. Wir haben was Scharfes. Wie komme ich denn nochmal in diesem Spiel ins... Ah, hier. Eine Schere. Ja! Ach so. Ich frage mich, ob dieses Schild irgendetwas zu dieser Blume, die ich gerade abgeschnitten habe, zu sagen hat. Ich habe gedacht, der schlägt sich durch den Dschungel. Ipecac. Cephaelis ipecacuana, eine der überall auf Plunder Island vorkommenden kriechenden Kletterpflanzen. Ein Sirup, der aus den Ipecac-Blüten gewonnen wurde, diente den frühen Siedlern von Plunder Island als Brechmittel. Egal, wir benutzen nochmal. Ah, mit Gestrüpp. Man hat erst die Blüte abgemacht und jetzt geht's ins Gestrüpp. Ah. Wir haben einen neuen Weg gefunden, yes. Wo sind wir jetzt? Gehen wir jetzt rüber in die Gefahrenbucht? Ja, wir gehen rüber zur Gefahrenbucht. Oh, was liegt denn hier alles für ein Gerümpel? Was mag denn das Schild bedeuten? Kreuzende Schlangen. Welchen Schaden könnte denn eine Schlange... Oh, oh. Nun, das ist nicht gut. Cool. Wie kommen wir denn da wieder raus? Es ist ein unbezahlbares, zerbrechliches Fabergé-Ei. Schlangenmachete? Dann nehmen wir uns die Schlangenmachete. Ich komme nicht dran. Oh, das ist schlecht. Kommen wir an den Schlangenschläger. Ich komme nicht dran. An den Schlangenex. Das sind alles Schlangenbekämpfungsdinger. Ich komme nicht dran. Schlund des Lebens. Ich komme nicht dran. Schlangenschlagstock. Ich vermute mal, das endet bei allem so. Ich komme nicht dran. Nährstoffreiches Müsli. Ich komme nicht dran. Schild. Riesige, menschenfressende Schlange. Dieses fantastische Reptil ist eines der gefährlichsten und schönsten Raubtiere von Plunder Island. Ja, vielen Dank für die Info. Was haben wir denn dabei? Vielleicht können wir sie mit dem glimmenden Holz bringen, dazu bringen, uns auszuspucken. Ich möchte das mit diesem glühenden Stück Kohle nicht an. Die Schere? Das will ich nicht durchschneiden. Vielleicht können wir uns den Arm nochmal zunutze machen? Ich kann den Skelettarm nicht damit benutzen. Ich kann den Skelettarm okay. Stein? Das muss nicht beschwert werden. Oh Mann. Piratenliteratur. Bauchrednerbuch. Ich wüsste nicht, was wir damit machen sollen. Fabergé-Ei. Es ist ein unbezahlbares, zerbrechliches Fabergé-Ei. Staubsauger zu werden, da ist lauter Zeug in der Schlange. Jede Menge Zeug. Haben wir jetzt alles? Jo.
Ich würde ihr gerne eine knallen, aber ich will sie nicht verärgern. Ich bezweifle, dass sie in der Laune ist, zuzuhören. Was habe ich denn jetzt alles hier gesammelt? Das ist ja entscheidend. Naturalisten-Überreste. Okay. Eine Lukas-Kaffeetasse, Pfannkuchen, Wurst, Eier, ein Ersatzreifen, Reservierungsbeleg. Reservierungsbeleg! Stoff. Kotterköter? Kotterköter. Ringgeheime Pläne. Ringgeheime Pläne? Ich darf sie mir nicht anschauen. Doch. Wenn die in die falschen Hände geraten würden. Warte mal, was hatte er vorhin? Sirup. Wie komme ich denn an die andere Seite von meinem Inventar? Ah, hier. Was hatte er vorhin zu der Blüte gesagt? Ist die irgendwie giftig? Kann man uns damit... Können wir uns damit irgendwie... ach Mann, die Menüführung. Können wir uns damit irgendwie befreien? Das ist eine Ipekak-Blüte. Eine Ipekak-Blüte. Eine Ipekak-Blüte. Das ist toll. Was machen wir denn mit der Ipekak-Blüte? Ich kann die Blüte nicht alleine benutzen. Man muss sie kombinieren, aber mit was? Und wie kombiniere ich die? Ah. Ich weiß nicht, wie man die Blüte damit mischt. Es ergibt Ipekak-Sirup. Erscheint logisch. Ipekak-Sirup. Und was mache ich jetzt damit? Eine Schlange geben. Ja! Oh oh. Uah, ist das eklig. Puh, das war aber Als ich von dieser Schlange gefressen wurde, war ich mir sicher, dass es vorbei ist. Gott sei Dank, dass ich jetzt sicher bin. Hey! Warte mal, der Treibsand zieht mir all die tollen Sachen aus der Tasche, die ich in der Schlange gefunden habe. Das ist ja ein seltsames Gefühl. Schild. Ich kann mich in diesem Treibsand nicht bewegen. Papa Pichu-Strauch. Von Plunder Islands Einheimischen entdeckt wurde dieser Strauch nach einem Wort der Eingeborenen benannt, das so viel wie Autsch bedeutet. Treibsandgrube. Treibsandgruben dieser Art sind überall auf Plunder Islands Wanderwegen verbreitet. So manch unaufmerksamer Reisende saß plötzlich in der Falle und war unfähig zu entkommen. Oh, oh, oh. Ist da jemand, der mir bitte helfen kann? Ich versinke. Treibsand. Muss es ausgerechnet Treibsand sein? Schilfrohre. Es ist ein Haufen praktisch platzierter, hohler Schilfrohre. Praktisch platziert, dann nehmen wir uns doch mal welche. Okay, hat uns nicht geholfen. Ah, wir haben es eingesteckt. Hat uns vielleicht doch geholfen. Lebensrettende Kletterpflanze. Wenn ich nur diese Kletterpflanze erreichen könnte, dann könnte ich mich selbst herausziehen. Ich komme nicht dran. Ich habe nichts zu sagen. Nein, sieht gefährlich aus. Ein Ast. Es ist ein Ast, der wackelig auf dieser Baumwurzel liegt. Ich komme nicht dran. Was haben wir denn wieder an Hilfsmitteln? Das neue Schilfrohr haben wir. Ach, wir haben gar nicht mehr. Ach, alles andere ist weg wieder. Stimmt. Schilfrohr. Man könnte, aber ich habe keine Pfeile. Also, wir können es Liliane abschießen, aber ohne Pfeile. Dornige Pflanze. Als ob der Treibsand nicht schon schlimm genug wäre. Papa Pichu, ich habe den Dorn. Ich hoffe, es war die Sache wert. Dorn? Können wir mit dem Dorn schießen? Nett. Ein Weltklasse-Blasrohr. Ja! Selbst wenn ich den Ast damit treffen könnte, würde... Die Kletterpflanze zu erschießen bringt nichts. Ich glaube nicht, dass sie das mögen würde. Okay, hilft uns aber auch nicht. Aber wo können wir denn drauf schießen? Nicht auf den Ast, nicht auf die Kletterpflanze? Das will ich nicht erschießen. Auf das Schild? Und auf das Huhn will er auch nicht. Ich glaube nicht, dass sie das mögen würde. Oh Mann, Guybrush.
Okay, ich habe das Gefühl, wir kommen mit dem Blasrotter nicht weiter. Was haben wir noch? Luftballons, vielleicht können die uns rausziehen. Ah, können wir nicht mit den Saves benutzen. Steine auf das Huhn werfen. Ich glaube nicht, dass sie das mögen würde. Ballon. Wie wär's mit unserem guten alten Arm? Selbst mit dem Skelettarm komme ich nicht. Selbst mit dem Skelett. Ich glaube nicht, dass sie das mögen wird. Das muss nicht beschwert werden. Das muss nicht beschwert werden. Ah. Okay. Er schwebt einfach da. Okay. Wohin fliegst du? Wohin fliegst du? Perfekt. Jetzt weiß ich. Mal, was das funktioniert. Oh, ich dachte gerade, ich wüsste, wofür wir das Blasrohr brauchen. Hey. Nein, er kommt wieder. Ja, bleib da. Unvorhersehbaren Passatwinde. Bleib da. Jetzt will ich den Ballon kaputt machen. Yeah. Wir haben uns aus dem Treibsand befreit. Aber es ist auch toll, dass Blunder Island voll mit Treibsandflächen ist auf den Wanderwegen. Immer schön Treibsand. Kann man so machen. Ich würde sagen, das Boot hat ein Loch. Sieht wasserdicht aus. Was? Ja, dann benutzt es. Wenn es wasserdicht ist. Das Piratenschiff. Gucken, was wir da finden. Oh, wir haben ja auch noch einen Reservierungsbeleg bekommen. Haben wir den noch oder ist der auch mit verloren gegangen? Wer bist du? 15 Mann auf des Totenmanns Schiff. Yo, ho, yo. Und eine Buddel voll rum. Ich bin Guybrush Threepwood und ein mächtiger Pirat. Und ich bin ein mächtiger Pirat. Nun, wir werden gleich sehen, was mein Kapitän von deinen Drohungen hält. Deinem Kapitän? Ja, Threepwood, du befindest dich an Bord der Seegurke. Ich bin Mr. Fossil, der erste Mat. Und mein Kapitän? Nun, der ist die Geißel der sieben Meere. Der gefürchtete Pirat Lutsch. Ja, Captain, es ist auf dem Tisch, Sir. Lutsch? Genau, Kapitän Lutsch. Ja, Captain? Nur ein Eindringling, Sir. Ich kümmere mich um ihn. Er sagt, du sollst gefoltert werden. Wähle die Art deiner Bestrafung. Du wirst entweder geteert und gefedert, oder du musst über die Planke laufen. Könntest du mich nicht einfach mit einer strengen Verwarnung davonkommen lassen? Nein. Tut mir leid. Nun, ich schätze, über die Planke laufen muss dann reichen. Wir versuchen, den Gebrauch von Teer und Federn zu vermeiden. Das gibt immer so eine Sauerei und wir müssen den Teer für Notfälle und Lecks aufsparen. Was sagt ihr, Männer? Sollen wir ihn über die Planke schicken? Okay. Irgendwelche letzten Worte, Sweetboot? Ich bedauere, dass ich nur das eine Leben der Liebe opfern kann. In Ordnung. Hinein mit dir. Und? Ab ins Boot. Das ist komisch. Es hat mich platsch gemacht. Platsch! Ah! Okay, hier kommen wir scheinbar gerade nicht weiter. Ich möchte nicht, dass jemand erfährt, dass ich hier bin. Sieht aus, als wäre in der Kapitänskajüte das Licht an. Okay, dann gucken wir doch nochmal schnell nach dem Hähnchen, wie kommen wir denn hier wieder weg? Ah, hier, benutzen Boot. Gucken wir doch nochmal nach dem, achso, ich muss erst gucken, ob ich den wirklich noch habe oder ob der auch im Treibsand verloren gegangen ist. Hier, Reservierungsbeleg. Ja, wir gehen nochmal zu dem Typen Restaurant.
Kommen wir denn da hin? So. So. Hier vorne rein. Haben Sie eine Reservierung? Natürlich. Natürlich habe ich eine Reservierung. Dann lassen Sie mich doch bitte mal den Reservierungsbeleg sehen. Sehr gut. Suchen Sie sich einen Platz aus, Mr. Verzeihung, Mrs. Kriegwut. Mrs. Kriegwut. Er ist furchtbar zurückhaltend für einen Piraten. Hey, Mister! Mister, hören Sie? Ah! Oh, es ist einer aus LeChucks Skeletthorde. Ei! Ich habe mich um sein kleines rotes Beiboot gekümmert, aber ordentlich. Die Untoten, die unter uns wandeln, müssen zweifellos vernichtet werden, damit ihresgleichen nicht die Welt der Lebenden überrennt und verpestet. Aber was ist denn da runtergefallen? Er hat sich über meine Hühnchen beklagt. Oh. Oha. Okay, wir sollten uns nicht über die Diener beklagen. Fragt mich nach Grim Fandango. Ich will nicht, dass mich die Leute immer nach Grim Fandango fragen. Ich brauche keine weiteren Kekse. Ja, dann, Brimstone Beach Club. Mitglied seit 1632. Ja, 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 nehmen. Sehr gut. Gibt's noch irgendwas? Sparmenü. Zwei Hähnchenschenkel plus super Krautsalat. Sieht wie ein gutes Angebot aus, wenn man Krautsalat mag. Traditioneller Grog, gebraut auf altmodische Art. Die unhygienische Art. Okay, hinsetzen können wir uns offensichtlich nicht. Auch sonst nicht viel machen. Dann gehen wir wieder raus. Mein Handy kurz am Strom. Ei. Die Piraten brauchen Handystrom. Jetzt haben wir eine Club-Zutrittskarte. Wir können endlich an den Club gehen. Nein, da wollte ich nicht hin. Zum Club. Da können Sie nicht lang gehen. Oh doch, das, das kann nur ich. Für Mitglieder. Mhm. Was ist das hier? Entschuldigung. Ja, Sie schmutziger kleiner Mann. Meine Karte. Lassen Sie mich sehen. Oh nein! Um Himmels Willen, die ist in Ordnung. Sie haben eine Mitgliedskarte. Ja, und ich glaube, ich nehme eins der flauschigen, sauberen Handtücher und genieße einen schönen, entspannten Spaziergang am Strand. Nein, das dürfen Sie nicht. Ich darf und vielleicht sonne ich mich auch nackt. Heilige Mutter der Perlen, nein! Jetzt, wo ich darüber nachdenke, ganz hinten am anderen Ende des Strands ist's besonders schön. Dahin sollten Sie gehen. Sie sollten jetzt dahin gehen. Zack, nehmen wir uns noch ein Handtuch. Nett flauschiges Handtuch. Und ich will noch so eine Wurst haben von dem Typ. Nein, manche sehen aus, als seien sie älter als ich. Na gut. Haben wir hier. Was ist das? Ach hier, das ist nur der hier. Er ist unglaublich blass. Autsch, heiß, heiß. Okay. Mit diesen Löchern in meinen Schuhen schaffe ich es nie über diesen heißen Strand. Okay, wir haben Löcher in den Schuhen. Keine Ahnung, wie wir Löcher in den Schuhen flicken, weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht genau, wie wir über den heißen Sand kommen. Ich weiß auch nicht genau, wie es weitergeht. Aber wir haben wieder ein ganzes Stück geschafft. Wir waren auf dem Piratenschiff. Wir haben die Bucht quasi eröffnet. Wir haben
uns ins Restaurant begeben und haben dort die Clubmitgliedschaftskarte bekommen. Das heißt, wir sind ein ganzes Stück weiter. Und wenn ihr Bock habt auf mehr Monkey Island, dann lasst uns einen schönen Kommentar da. Wer den Kanal noch nicht abonniert hat, ist jetzt die Gelegenheit, Abo und Glocke aktivieren. Und wir sehen uns in der nächsten Folge Monkey Island oder in der nächsten Folge Thief Simulator oder in einem meiner Minecraft-Videos oder Livestreams oder was auch immer. Schaut einfach rein, habt Spaß und bis dann. Ich bin raus, euer Rusch. Ciao.